Leute, was geht ab? Vibe am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video vom Kanal. Leute, ihr seht es im Hintergrund, wir sind heute beim Zahnarzt und müssen jetzt hier entkommen, weil ich habe absolut keinen Bock, hier vom Zahnarzt auseinandergenommen zu werden. Ihr kennt alle Zahnschmerzen, die ziehen euch direkt den Zahn, dies, das. Deswegen werden wir heute mal das Ganze machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen aufgebaut wie so eine Escape-Deathrun-Map. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Und ganz wichtig, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das auf jeden Fall. Wir müssen auf dem Kanal die 10.000 Abonnenten knacken. Deswegen lasst gerne mal ein Abo da und wir fangen an. Let's go. Deswegen, okay, hier steht der Zahnarzt. Er sagt, du wirst mir niemals entkommen. Wir checken jetzt mal ab. Okay, wir gehen einfach mal ein bisschen durch den Raum. Wir haben ein Riesenschloss. Okay, durch die Tür müssen wir. Okay, wir müssen einen Key finden. Okay, da hinten ist er schon. Ja, okay, das war jetzt einfach. Schreibt mal rein, wenn ihr den direkt gesehen habt. Hö, wie kriegen wir den? Ah, okay, jetzt haben wir ihn. Nice. Jetzt können wir den auswählen mit 1. Und let's go, der Hase. Let's go. Erstes Level auf easy geschafft. Jump over the twos. Okay, jetzt haben wir hier erstmal den Checkpoint erreicht. In welcher Zahnarztpraxis sind so Dinge auf dem Boden? Was ist das? By the way, das hier war, glaube ich, noch so das Wartezimmer. Da sind wir gerade reingekommen. Und, Leute, wir wurden eingesperrt. Wir können nicht raus, oder? Wir sind einfach rote Laser, die Tür ist einfach komplett zu. Okay, Leute, wir müssen es ihm beweisen. Er sagt, wir kommen nicht raus, aber ich denke, wir werden es schaffen. Hey, ich verstehe es nicht. Ach, wir dürfen nicht dagegen kommen. Okay, also erstes Level, wir müssen da drüber springen. Aber das sollte easy sein. Hier vor uns auch schon. Hey, ich war doch gar nicht drauf, Mann. Nächster Try und jump. Und jump. Und jump. Und einmal noch. Let's go. So, okay, wollen wir das kaufen? Nee, Leute, ich habe zwar noch genug Robux, aber ich kauf's mir nicht. Wir gehen erstmal in den nächsten Raum. Was kommt hier? Alter, sieht ja voll krank aus. Das Blut? Okay, ich glaube, das Blut, Leute. Wir müssen jetzt einfach mal da drüber springen. So, das sind Zähne. Okay, wir müssen jetzt quasi auf die Gebisse drauf und wieder probieren, hier nicht runterzufallen, weil ansonsten haben wir das Level verkackt. Können wir hier rein? Nee, ist, glaube ich, komplett zu. Ich höre die ganze Zeit, wie Leute irgendwo runterfallen. Egal, wir springen weiter und... Boah, das ist gar nicht so einfach. Und wir schaffen es. Und das letzte. Let's go. Wir haben es geschafft. Okay, wir haben wieder zwei Türen. Ich glaube, da geht's weiter, oder? Ja, die ist wieder zu. Gehen wir mal wieder hier rein. Jetzt die Frage, müssen wir auf das Holz oder müssen wir wieder auf die Gebisse? Ich glaube, wir müssen auf die Gebisse. Na, ah, Mist. Okay, nein, wir müssen aufs Holz, Leute. Und jump. Und jump. Okay, nächster Jump. Auf easy. Und ja, wir haben es geschafft, Leute. Let's go. Okay, bis jetzt läuft es ganz gut. Wir sind, ich weiß gar nicht, ob wir schon relativ weit sind. Ich frage mich, wann der Zahnarzt kommt. Irgendwann müssen wir ja noch zum Zahnarzt, wahrscheinlich in den OP-Raum. Also da, wo quasi alle Leute verarztet werden und sowas. Aber keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Okay, wir müssen hier... Was müssen wir machen? Hier steht ja gar nicht, was wir machen müssen. Nee, kann man hier wieder... Oder? Man kann drüber gehen. Es liegen einfach Zahnbürsten auf dem Boden. Okay, unsere Aufgabe ist jetzt, über die Zahnbürsten drüber zu springen. Wir dürfen sie nicht berühren, ansonsten haben wir das Level hier auch verloren. By the way, Leute, schreibt mal in die Kommentare, feiert ihr den Skin? Ich habe richtig lange hier nach dem Pullover und der Hose und so gesucht. Aber ich glaube, es auch vom Outfit her sollte das schon relativ fresh aussehen. Okay, let's go. Wir jumpen jetzt hier einfach drüber auf ganz entspannt, weil wir sind Roblox-Profis. Hey, would you like to buy a coil? Okay, hier können wir also wieder ein Gravity-Coil kaufen. Nee, brauchen wir aber nicht. Okay, wir gehen in den nächsten Raum. Oha. Hey, warte, ist das hier schon der OP-Saal? Nee, ich weiß nicht. Okay, wir laufen einfach mal durch. Wobei... Als ob man hier... Ich probiere es nicht aus. Ihr wisst genau, Leute. Ich glaube, wenn wir da reinrennen, ist es vorbei. Sollen wir es riskieren? Soll ich es ausprobieren? Ja, komm. Wir probieren es aus. Ich hätte es überlassen sollen. Ja, wahrscheinlich. Ach so, nee, wir können durch die Tür. Leute, ich dachte gerade, wir müssen das Level hier auch nochmal machen. Das ist ein bisschen unfair gewesen. Okay, ich weiß ja nicht, was der gemacht hat, aber... Wir gehen jetzt hier mal easy durch und schaffen das natürlich beim First Try. Weiter geht's ins nächste Level. Okay, eine davon ist instabil. Dann würde ich sagen... Hä, ich war da, bin noch nicht mal runtergefallen. Leute, wir sind nicht mal runtergefallen. Okay, man wird weiter hinten gespawnt. Heißt, wir müssen jetzt hier nochmal schnell durchschlitzen. Und dann gehen wir jetzt in den nächsten Raum. Und wir haben es gerade schon gesehen. Okay, Alyssa ist hier vor uns. Blau ist schon mal richtig. Dann lassen wir die einfach mal vorgehen. Und das war richtig. Nice. Dank der Alyssa, die gerade auf die rote gegangen ist, haben wir gesehen, dass die rote die falsche war. Okay, komm, wir gucken ihr mal zu. Denkt ihr, jetzt geht sie zur richtigen? Ich sag ja die hier. Oh, nein. Sie ist auch gegengelaufen. Sie ist auch gegengelaufen, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen muss. Wo sind wir eben nochmal lang gegangen? Ich glaube in die Mitte, oder? Nee, ach, wir waren ganz links. Oh, ich weiß es noch. Ganz links und jetzt in die Mitte. Ja, Mann, und dann haben wir es geschafft. Let's go. Und erstmal hier drauf, damit sich das wieder saved. Okay, Leute, wir sind jetzt im OP. One of these buttons can disable those lasers. Okay, wir kommen nicht hier raus. Wir kommen hier nicht raus. Wir müssen einen Button finden. Oh, hier ist ein Button. Ist der das? Ja, das war der Button. Oh, Alyssa muss den Button auch noch drücken. Ja, aber jetzt hat sie den Button. Okay, ihr habt's gesehen. Dann saven wir noch einmal und dürfen hier, glaube ich, einfach nur nicht gegen die Gebisse kommen und müssen eine Tür suchen. Aber es kann ja jede Tür sein. Deswegen mal gucken. Okay, Leute, die Tür ist schon mal nicht. Ich renne mal hier zu der. Oha. Boah, es ist schwer.
Okay, die ist auch nicht. Wir dürfen hier nichts berühren. Ah, Lissa, die rennt hier durch. Warte. Es ist einer von denen. Wir können der einfach mal zuschauen. Nee, es ist aber auch nicht. Ich wette, es ist die hier. Nee, auch nicht. Okay, dann muss es die da sein. Dann muss es die hier sein. Hä? Okay, jetzt. Wir haben die Tür gefunden. Let's go. Und looks like a broken floor. Okay, wir müssen uns... Oh mein Gott, das wird schwer. Oh mein Gott, das ist schwer. Wir müssen auf diesen kleinen Mini-Teil landen. Ansonsten schaffen wir es. Als ob wir wieder hier spawnen. Leute. Okay, wir sind wieder hier angekommen. Oh, das war knapp. Das war schon mal knapp. Okay, es wird schwieriger jetzt, Leute. Leute, wir probieren es die ganze Zeit hier rüber. Dabei gibt es die ganze Zeit hier eine Abkürzung. Wir können einfach in den Lüftungsschacht und dadurch hier lang. Oh mein Gott, okay, hier ist der Zahnarzt. Der ist gerade am Schauen. Okay, pssst, wir müssen leise sein, Leute. Okay, wir müssen eine Box finden und die da rein platzieren. Wo soll die Box denn sein? Ah, hier geht's noch weiter. Ah, da ist die Box. Okay, wir haben sie gefunden. Let's go, der Hase. Dann placen wir die Box da rein. Zack. Und die Box ist drin. Jetzt aber schnell wieder raus hier. Okay, aber ich glaube, er pennt noch. Ach, lol, guck, und jetzt können wir einfach drüber gehen. Okay, Leute, wir haben es die ganze Zeit komplett falsch gemacht, aber jetzt inzwischen klappt's. Okay, geht's weiter? Okay, was müssen wir jetzt machen? Would you like to buy? Okay, nee, wir wollen es nicht kaufen. Okay, ey, Kollege. Okay, wir müssen jetzt hier beide drüber. Let's go. Okay, ich sag's ehrlich, Leute, der von ist jetzt nicht ganz so einfach, aber es geht auf jeden Fall. Und wir gehen wieder in den Lüftungsschacht. Ich hab's einfach nicht gewusst. Jetzt haben wir eben, ich habe ungelogen 10 Minuten, ich habe es nicht die ganze Zeit reingeschnitten in das Video, aber ich habe so lange probiert. Das war die falsche Tür. Aber egal, Leute, ich habe so lange probiert, jetzt haben wir die richtige Taktik rausgefunden. Okay, eine der Türen ist für den richtigen Weg. Ich glaube, es ist hinten links die, weil die da klappt auch nicht. Es wird die hier sein. Ja. Es war richtig. Let's go, Leute. Nächstes Level. Wir sind schon bei Stage 13. Ich glaube, so viel kommt jetzt gar nicht mehr. Okay, jetzt müssen wir auch wieder einen ganz gefährlichen Jump machen. Und wir haben es natürlich wieder geschafft. Let's go, der Hase. Und, okay. Oh mein Gott. Da ist der Zahnarzt. Okay, wir müssen ganz schnell abhauen. Wir müssen ganz schnell abhauen. Und. Können wir rein? Nein, wir können nicht rein. Wir müssen weiter. Okay. So, schnell jumpen. Jumpen und... Nein, der hat uns bekommen. Der Zahnarzt hat uns bekommen. Hä? Lol, wir sind im Zahnarzt drin. Okay. Wir wurden einfach aufgegessen, Leute. Jetzt müssen wir einen Weg rausfinden. Aber ich glaube, wenn wir es jetzt hier rausschaffen, dann haben wir es komplett geschafft. Oh, noch eins. Und noch ein letztes. Let's go, wir haben das Level geschafft. Okay, Leute, ihr seht schon, wir sind einfach im Magen angekommen. Hier ist die Magensäure in grün. So sieht es quasi echt im Bauch von einem aus, von jedem Menschen. Das ganze Essen wird ja von der Magensäure zersetzt. Ja, moin, auf jeden Fall schon mal richtig cool gemacht. Okay, jetzt sind wir beim Skelettwirbelsäule. Wir müssen einfach hochklettern. Okay, gehen wir einmal nach oben. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Und wo sind wir jetzt? Leute, ihr wisst genau, wo wir sind. Ich brauch's nicht sagen. Ist nicht ganz so lecker, dass wir jetzt dagegen gekommen sind, aber es ist nun mal passiert. Und wir haben es geschafft. Und wir haben es geschafft, oder? Was das? Wir sind rausgekommen. Let's go, Leute. Wir haben es geschafft, dem Zahnarzt zu entkommen. Wir sind komplett einmal durch die ganze Praxis, durch jeden Raum. Zwischendrin ist er sogar eingepennt. Wir haben es aber geschafft. Und da steht er. Ihr werdet niemals entkommen. Und jetzt schau mal, wo ich bin, mein Freund. Ich bin raus. Und ja, Leute, damit ist das Video auch zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr würdet mich damit mega unterstützen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Macht's gut und haut rein, Leute. Peace.